Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Universal Investment, der unabhängigen Fondsgesellschaft. Trotz allerlei geopolitischer Risiken, trotz schwächerer Kurse Ende Juli, Anfang August haben sich die ETF-Investoren nicht beirren lassen. Sie haben im August gekauft und sie haben der Branche beim verwalteten Vermögen wieder einen neuen Rekord beschert. Das meiste entfällt natürlich auf die institutionellen Anleger, aber auch die Privatanleger haben mitgezogen. Herzlich willkommen zu Gewinn mit ETFs, dem Forum der Experten. Wir haken nach, und das geht natürlich am besten da, wo Selbstentscheider den Ton angeben bei den Privatanlegern. Und in diesem Fall ist das die ING DiBa. Und dort haben wir Herrn Martin Schulz-Brückner. Er ist Leiter Produktmanagement Wertpapier bei der ING DiBa. Und weiter geht's mit Herrn Gefürpass-Peter. Sie leitet den Retail-Vertrieb von Luxor ETF für Deutschland und Österreich. Also, wie haben die Privatanleger jetzt kürzlich reagiert? Also im August, Sie haben das ja ganz gut im Blick mal ganz generell gesprochen. Alle hatten Angst, aber offenbar haben da doch einige ganz schön gekauft. So ist das. Also grundsätzlich war der August auch bei uns ein relativ aktiver Monat. Was man aber sehen kann, ist, dass wir dann zwei Grundtendenzen haben. Die erfahrenen Selbstentscheider nutzen solche Phasen auch gerne mal zum Nachkaufen. Das sind dann insbesondere Einzelaktien und ETFs mittlerweile, die dafür genutzt werden. Fondsanleger werden üblicherweise etwas nervös in solchen Phasen und tendieren dazu, auch mal zu verkaufen. Im August war es aber so, dass wir in der Hauptsache Zuflüsse in Einzelaktien und ETFs beobachten konnten, auch bei Privatanlegern. Frau Gefürpass-Peter, 90% Ihrer Kunden sind institutionelle, aber was machen die Privatanleger? Das können Sie ja auch so ein bisschen verfolgen. Haben Sie auch ein Gespür gehabt dafür, dass diese Privatanleger dann eher wie die Instis wohl zugekauft haben? Ja, also gerade so diese erfahrenen Selbstentscheider, die Gruppe hat sicherlich deutlich zugekauft. Die greifen auch mal zu etwas exotischeren Produkten und sind sowieso eher so, dass sie vielleicht mal sozusagen Buy on Dips, also bei schlechteren Kursen eher nachkaufen dann in dem Bereich. So, jetzt schauen wir uns das Ganze mal ein bisschen an. Sie haben uns eine Grafik mitgebracht. Da sehen wir jetzt hier, wie das Nettokaufvolumen bei Fonds und bei ETFs sich entwickelt. Also Fonds sind dann die aktiven Fonds und ETFs sind dann die passiven Produkte. Und da muss man einfach sagen, genau was Sie ja schon angedeutet haben, hier findet ja dann doch wohl sowas wie eine kleine Umschichtung statt. So ist das. Also man kann sich dieses Chart, was jetzt hier auf Halbjahresbasis abgetragen ist, im Prinzip auch auf Monatsbasis anschauen. Es ist so, dass seit Beginn der Krise eigentlich Fonds sehr stark verkauft werden, stärker als sie gekauft werden. Insofern zeigt der Balken hier nach unten, während ETFs immer mehr Anleger für sich gewinnen können und dort auch die Kaufvolumen eindeutig die Verkaufsvolumen übersteigen. Hier gucken wir uns gleich eine weitere Grafik an, also nochmal im Jahresvergleich, was denn da sozusagen sich an Anteilen verschoben haben. Und dann ganz klar, also bei Ihnen sind die ETFs mit 20% jetzt schon ganz gut dabei. So ist das. Wenn man sich überlegt, dass ETFs noch bei Weitem keine 10 Jahre am Markt sind, während Fonds schon eine sehr lange Historie haben, ist 3% in einem Jahr, hört sich erstmal nicht viel an, aber das ist schon eine Verschiebung, die wir deutlich sehen auch. Warum? Ist natürlich die große Frage. Jetzt müssten Sie mal sagen, weil eben ETFs so attraktiv sind. Aber es ist ja schon eine seltsame Überlegung, wo man sagt, also hier, wir haben aktive Fonds, da ist der Manager auch in der Lage, das Risiko ein bisschen zu steuern und tut das ja zum Teil auch. Der Anspruch ist zumindest da und trotzdem sagen die Anleger, nein, keine aktiven Fonds, lieber in Krisenzeiten ETFs. Was natürlich gerade Selbstentscheider merken, ist, dass sie flexibler handeln können mit ETFs und dass natürlich auch nicht alle aktiven Fondsmanager wirklich das halten können, was sie versprechen. Also da sieht man schon, dass das eben schwierig ist, wirklich den dann rauszufinden, der das hält. Und klar, gerade bei langfristigen Anlegern ist natürlich der Kostenaspekt ein sehr wichtiger Punkt, da je länger sie den ETF halten, der Kostenvorteil natürlich immer größer wird dann insgesamt im Vergleich zu einem aktiven Fonds. Und da sehen wir, dass immer mehr Anleger diese Vorteile natürlich auch sehen. Dann schauen wir uns jetzt nochmal wieder eine weitere Grafik von Ihnen an. Und da haben Sie mal untersucht, wie das ist, was denn da neu gekauft wird und was dann verkauft wird. Was ist das Ergebnis? Also wenn man sich anschaut, wir nehmen mal hypothetisch an, 100 Euro fließen in Fonds und ETFs, dann ist es mittlerweile so, dass sich die beiden Produkte auf Augenhöhe bei den Kaufvolumen begegnen. Das heißt, 50 Euro würden davon in Fonds fließen und 50 in ETFs. Bei Verkäufen ist das ein bisschen anders, wie ich es vorhin schon sagte. Die Fondsanleger tendieren jetzt
immer stärker dazu, auch wieder zu verkaufen. Das heißt, bei 100 Euro im Verkauf kommt ungefähr 2/3 aus Fonds und 1/3 nur aus ETFs. Mhm. Und das führt eben dazu, dass ETFs auch immer mehr an Gewicht gewinnen bei uns. Mhm. Mhm. Helfen Sie bei der Entscheidung, ETFs oder aktive Fonds in irgendeiner Weise? Also die ING DiBa gibt normalerweise keine Beratung. Deswegen hat man ja die Selbstentscheider, die wollen auch nicht unbedingt beraten werden. Aber man kann das natürlich, wenn Sie Trends sehen, auch ein bisschen unterstützen. Das stimmt. Also wir haben tatsächlich gewartet, bis wir den Trend in der Kundschaft gesehen haben, um etwas zu tun. Wir beraten trotzdem nicht, aber wir haben die beiden Produkte auf Augenhöhe gebracht. Mhm. Früher waren ETFs auch bei uns in der Struktur der Webseite eine Unterkategorie von Fonds und spielten keine große Rolle. Mittlerweile begegnen sich die beiden Produkte auf Augenhöhe. Sie haben beide einen eigenen Navigationspunkt unter anderem auch. Und das führt eben dazu, dass sie für den Kunden visibel werden. Dazu kommt, dass wir früher immer nur Fonds in den Fokus gestellt haben. Bei uns heißt das dann auch so, die Kampagne Fonds im Fokus. Mhm. Mittlerweile machen wir auch Aktionen rund um ETFs, beispielsweise jetzt aktuell mit Luxor, eine Kampagne, wo Kunden Ordergebühren frei kaufen können. Und das führt eben dazu, dass die Kunden auch immer mehr merken, dass diese Produktgattung interessant sein könnte. Ja, da gibt es ja sozusagen einen richtigen Wettbewerb der ETF-Anbieter bei den Online-Banken. Da weiß man natürlich, dass man da durchaus Reaktionen hervorrufen kann. Also beispielsweise, dass dann für bestimmte Aktionen die Ordergebühren erlassen werden. Nicht die Managementgebühren leider, sondern nur die Ordergebühren. Aber da das alle machen, könnte ich als Kunde sagen, ich muss immer nur gerade gucken, wer gerade eine Aktion macht und schon habe ich dann ein bisschen was gespart. Oder wie ist das? Ist es im Grunde schon fast eine Dauereinrichtung? Also ich sehe noch nicht, dass es eine Dauereinrichtung ist. Was wir sehen, ist gerade bei diesen Free-Buy-Aktionen, dass die auf der ETF-Seite noch nicht so weit verbreitet sind, wie jetzt im Zertifikatebereich, wo es wirklich kontinuierlich jemand so eine Aktion hat. Also auf der ETF-Seite sehen wir jetzt, also sind wir ganz froh, dass wir das mit der ING DiBa machen können. Da sind wir jetzt auch der einzige Anbieter, der es mit der ING DiBa macht. Und wir sehen, dass die Aktionen auch Investoren zu ETFs bringen, die sich vielleicht vorher die Produkte noch nicht angeschaut haben, die vorher gemeint haben, ein aktiver Fonds ist scheinbar günstiger, weil sie keine Order-Provision bezahlen und vielleicht noch ein Reduction auf den Ausgabeaufschlag bekommen und bei einem ETF zahlt man die Ordergebühr. Und dass dieses Makel sozusagen haben wir in einem kurzen Zeitraum, dass wir auch Kunden zu ETFs bringen, die sie bis jetzt noch nicht gehandelt haben. Und was uns sehr wichtig ist, auch in der gesamten Aktion, ist, dass wir die Möglichkeit haben, Luxor den Investoren näher zu bringen und auch die Vorteile unserer Produkte, also das genaue Tracking, die Performance-Vorteile, die Liquidität, da weiter in den Vordergrund stellen können. Das ist die Aufgabe des Marketings, das muss sie auch tun. Und Sie müssen natürlich das Beste für Ihre Anleger holen. Sie haben verschiedene Möglichkeiten, natürlich mit Sparplänen, das ist so üblicherweise. Die Leute können also einfach mal einen ETF kaufen, sie können aber auch sich Portfolien zusammenstellen mit ETFs und in manchen Banken wird auch eben so eine Art vorgefertigte Portfoliolösung empfohlen oder auch eben strukturiert angeboten. Wie ist das bei Ihnen? Also wir haben im Moment keine vorgefertigten Portfoliolösungen, die wir anbieten. Man kann sich ein Portfolio natürlich selber zusammenstellen, je nachdem, welche Anlageregion man haben möchte, sich dann entsprechend die ETFs zusammensuchen. Es ist auch so, dass das bei anderen Banken teilweise so gelöst ist, dass wir sagen würden, das ist kein Modell so richtig für uns. Wir werden uns das trotzdem anschauen, weil es durchaus spannend ist. Die andere Frage, die Sie stellten, das Thema Sparpläne ist für mich ein Basisinvestment. Eine Einmalanlage kommt dann quasi noch on top. Aber ein Sparplan als dauerhafte Anlage mit kleinem Geld, die würde ich auf jeden Fall jedem Kunden erstmal empfehlen, der sich im Wertpapierbereich ein bisschen investieren möchte. Ja gut, da ist natürlich gerade das Thema Ordergebühr besonders interessant, weil man kauft jedes Mal wieder einen Anteil an ETFs und wenn man dann über Jahre weg keine Ordergebühren bezahlen muss, dann rechnet sich das noch. Machen Sie auch solche Aktionen? Da arbeiten wir auch dran. Also es ist noch keine fixe, aber da arbeiten wir dran. Gut, wollen wir mal schauen. Jetzt gucken wir uns mal ein bisschen an, wie sich die Sparpläne bei Ihnen entwickelt haben. Und hier haben wir genau das Gleiche. Also der Anteil mit ETFs ist stärker geworden und das Wachstum ist, also jetzt hier, da haben Sie sich vor einem Jahr noch nicht allzu viel damit beschäftigt. Da haben Sie jetzt hier also eine enorme Wachstumsrate geholt. Ist das jetzt auch tatsächlich so, dass die Leute wieder von sich aus kommen und sagen, ja, ich will jetzt Sparplan mit ETF machen? Oder ist das auch wieder, was Sie jetzt auf der Webseite ein bisschen unterstützend mit der Visibilität anregen? Also wir unterstützen das.
Wir haben ungefähr zu dem Zeitraum, wo diese Analyse beginnt, unser Angebot an ETF-Sparplänen erweitert. Das ist ein ganz wesentlicher Faktor für diese Zahl. Und wir sind von 8 auf 25 sparplanfähige ETFs gegangen und haben das Angebot dann auch auf unserer Website einfach deutlicher herausgehoben. Das führt dazu, dass die Kunden das leichter finden. Aber wir sehen dann eben auch, dass ETFs, die wir bereits sparplanfähig hatten, jetzt nochmal einen großen Zulauf erleben. Also die Leute wollten dieses Investment offensichtlich tätigen, haben es vielleicht nicht so gut gefunden, wie es hätte sein sollen. Jetzt ist es da und wir sehen bei Fondssparplänen zumindest mal eine stabile Zahl, aber bei ETFs wirklich ein extrem gutes Wachstum. Wir sind sehr zufrieden damit. Jetzt muss ich mal auf die Konkurrenz eingehen. Da wird ja auch immer wieder viel probiert mit Sparplänen. Und ich hatte das schon angesprochen, möglicherweise, dass man da auch immer sagt, keine Ordergebühren. Es gibt dann auch die ein oder andere Konkurrenzbank, wo sie sagen, ich habe ja auch meine 20 ETF-Sparpläne und da wird nichts mit Ordergebühren gemacht. Wie ist es bei Ihnen? Bei Ihnen wird noch eine Ordergebühr bezahlt? Genau, bei uns gibt es das noch mit Ordergebühr. Ja. Wir sind, wie Frau Pürpas-Peter schon gesagt hat, auch in Gesprächen mit Produktanbietern, ob wir so eine Aktion mal anbieten können. Ja. Aktuell ist das nicht der Fall. Mhm. Wir sind grundsätzlich auch von der Ausrichtung so, dass wir versuchen, sehr, sehr kleine Sparplanpalette zu behalten und dem Kunden beispielsweise nur einen DAX-ETF sparplanfähig anzubieten. Das schränkt uns auch ein Stück weit ein in diesen Aktionen. Gut, das mal so ganz generell. Ja, wie soll ich nur als Anleger agieren, wenn ich das Gefühl habe, mit ETFs hatte ich bisher noch nicht so viel getan. Ich möchte da ein bisschen mehr machen. Ich muss ja auch ein paar Risiken mit ins Kalkül ziehen, denn ETFs sind ja jetzt keine Produkte, die dann nicht schwanken, wenn die Märkte schwanken. Also der wichtigste Punkt, der Ausgangspunkt muss immer die gute Asset Allocation sein. Eine Diversifikation über mehrere Produkte, mehrere Regionen und Themen. Das müssen jetzt nicht 20 oder 30 Produkte sein. Da reichen 4, 5 Produkte, um wirklich weltweit diversifiziert investieren zu können. Also das sollte immer der Ausgangspunkt sein. Und dann Investoren, die sich ein bisschen mehr zutrauen können, dann halt noch in den einzelnen Buckets dann vielleicht die noch weiter diversifizieren und auf einzelne Länder mal setzen und taktische Allokationen fahren. Aber das Wichtigste im Anfang ist immer eine gesunde Aufteilung zwischen Aktien und Anleihen und den verschiedenen Regionen. Ganz herzlichen Dank. Da reichen eben halt relativ wenige ETFs im Überblick, die Sie bieten in Form von Sparplänen und natürlich in Form von Produkten. Und da gibt es ja praktisch sozusagen alles bei Ihnen, wie bei den anderen Banken auch. Ganz herzlichen Dank für Ihre Ausführungen, meine Damen und Herren. Ja, ETFs sind weiter auf dem Vormarsch bei Privatanlegern. Langsam, wie wir gesehen haben, aber immerhin und sind natürlich mit den Instis noch nicht auf Augenhöhe, aber man ist ja auch erst am Anfang. Wie immer können Sie diese Sendung auch im Internet verfolgen unter drf.fm. Das war's. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.